Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Eigentlich war geplant, dass ich mit Luca der Boden ist Lava in Fortnite spiele. Wir haben jetzt aber eine Stunde dran gesessen und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich höre mich immer noch doppelt. Ah, sei doch da nicht so, mein Gott. Ach so, Kopfhörer. Entschuldigung. Nein, wir haben uns jetzt auf jeden Fall, damit ich mal Revis Intro hier ein bisschen übernehmen kann, wir haben uns was Besseres überlegt. Und zwar wollten wir Revi seinen Kleiderschrank zeigen. Ja, richtig. Aber halt diesmal in Fortnite, weil meine Klamotten, ich habe jeden Tag dasselbe an. Ja? Was hast du da in deinem Gesicht? Das ist, Luca, ich höre mich doppelt. Es geht nicht. Ja, dann hole ich mir halt neue Kopfhörer, Arsch. Super, machen wir direkt weiter. Also, Luca, erstmal, das hier ist ein sehr, sehr legendärer Skin. Eigentlich geht es heute nur darum, Luca, dass ich dir zeige, wie viel Geld ich schon in Fortnite ausgegeben habe und was du in deinem Leben schon verpasst hast. Hast du, etwa ganz ehrlich, kannst du abschätzen, wie viel du schon ausgegeben hast? Ich glaube, wenn ich abschätzen müsste, Luca, und wenn ich jetzt mal wirklich über den Daumen breche, so bestimmt 1600 Euro. Bist du des Wahnsinns? Hä, warum? Entspann dich doch mal, Junge. Wenn du jetzt Digga, ich hab vielleicht 50 Euro ausgegeben. Luca, die Skins... 1600 Euro? Das ist eine Altersanlage. Ich hab auch ein bisschen V-Bucks von Epic Games immer mal wieder und ein paar Skins auch bekommen, ne? Also das... Altersanlage? Altersvorsorge. Also, zeig mal, geh mal auf Spinter. V-Bucks ist wie Bitcoins. Also, komm mal hier. Pass auf. Was ist denn das? Nee, geh mal zurück. Was ist das? Was denn? Digga, was ist denn das für viele Leute da? Also, das sind alle Skins, die ich gekauft habe. Also, die sind alle so 20 Euro gewesen. Das kann man ja dann hochrechnen. Digga, jetzt mal no shit. Mhm. Ich habe da 4 Skins stehen, ne? Ja, aber du bist ja auch schlecht in dem Spiel, ne? Ja, das muss man ja auch mal dazu sagen. Desto besser ist man, das weiß man. Guck mal hier. Einer meiner Lieblingsskins ist der hier, weil der sieht einfach aus wie ich. Digga, der sieht aus wie dieser eine komische Lehrer von Harry Potter. Ja? Wer? Der, wer? Oh, alle, die Harry Potter geguckt haben, wissen, wen ich meine. Das ist so ein komischer Nummerlehrer, der gar nichts kann. Professor. Das ist bei Quirrell? Erster Teil? Nee. Bei, mit dem Basilisken in dem Dings. Kammer des Schreckens, genau. Ja, wer ist denn das, Alter? Kammer des Schreckens Cast. Ja, Junge, du kannst doch jetzt nicht das komplette Ding durchgucken, Alter. Wir sind doch gerade mitten. Ich hab schon hier das Cast. Daniel Radcliffe, genau. Haha, natürlich. Der ist der Vater von Harry Potter. Gilderoy Lockhart. Ah, Gilderoy Fickhart, Digga, natürlich. Genau, genau. Der sieht genauso aus. Und wie zeig den mal in die Kamera. Okay. Ah Gott, die sieht aus wie ihre Winzeit. Die sieht aus wie ich, oder? Ja. Und guck mal, die sieht aus wie deine Mutter, oder? Das, nee. Meine Mutter hat ein bisschen mehr Muskeln, ja. So? Ja. Ja. Das könnte hinkommen. Okay. Ich weiß nicht warum. Ich finde den übertrieben geil, weil ich mag das Outfit von dem. Mit dem kannst du dich auch gut verstecken. Der ist gar nicht so auffällig. Ja, richtig. Wenn es eine Schneemap gäbe, wäre das vollkommen zutreffend. Gibt es mittlerweile Schnee in Fortnite? Nee, aber wir warten alle noch drauf. Vielleicht dann zum neuen Jahr hin und vielleicht eine Weihnachtsversion. Wer weiß, was kommt, ne? Ey, das wäre heftig krass. Wäre geil, wenn du es doch dann wieder spielen könntest, oder? Ich kann es die ganze Zeit spielen. Aber ich tue es nicht. Der hier, Digga, der hier, da gab's, willst du mal den Skandal um den, der ist nicht tot, der hat ein Kostüm an. Der würde dir ganz gut passen. So. Warum? Weil guck mal, immer das war der Original-Skin und ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Original nicht. Das Original ist der Skulltrooper, der Shadow Trooper. Mhm. Der war, Halloween letztes Jahr kam der rein und der war übertrieben selten und alle wollten ihn haben. Jetzt hat Epic Games den einfach nochmal reingemacht und hat dann den Leuten, die diesen Skin haben, einfach eine andere Farbe gegeben, nämlich so eine. Die jetzt sind alle ein bisschen angepisst deshalb. Ja. Und aber was, also mal ganz kurz, was bringen dir Skins? Gar nichts, aber du musst dir vorstellen, Luca, dass so ein Account mit so einem Skin... Da würde ich auch direkt 1600 Euro dafür ausgeben. Ja, warte, so ein Account mit so einem Skin wurde teilweise für, glaube ich, 2000 Euro verkauft oder sowas. Ist kein Witz. Was habe ich noch? Welches Skin? Das ist alle wahnsinnig. Guck mal, welches Skin mache ich noch ganz gerne? Geh mal auf dem da ganz rechts unten. Der. Da drüber? Nee, links da drüber. Links der. Da drüber noch einen. Der. Nein, noch einen links da drüber. Nein, der. Rechts, anderes links. Was? Nein, das ist der. Bist du dumm? Wer denn? Zwei runter, geh zwei Bilder runter. Der. Zwei Bilder runter. Nein, und jetzt zwei nach links. Und dann nochmal drei runter. Der. Den. Der sieht aus wie Gilderoy Lockhart von Harry Potter. Alter, soll ich dir eine kurze Story zu dem erzählen? Der war schon bei Season 2 dabei. Okay, guck mal hier. Ernst? Das hier ist Rotkäppchen, Digga. Siehst du das? Ja. Findest du die? Die kenne ich aus dem Film Rotkäppchen. Ja? Ja. Guck mal, bei dem Skin hier habe ich auch an Halloween richtig lustige Sachen gemacht. Man kann sich nämlich Hammer. Mit einer... Interessiert dich gar nicht, oder? Ich finde es auch super, wie es geklappt hat, wie wir an Halloween feiern waren. Wo waren wir zusammen? Du warst zu Hause, Ich war zu Hause und du warst dann im Bootshaus. Ja, war doch schön, oder? Echt, war die beste Party. Okay, guck mal hier, das hier oben sind die legendären Skins. Das sind die teuersten, ne? Zum Beispiel also, sie hier, finde ich... Also teuer im Sinne von wirklich monetärer Geldwert, dass du den dafür erbracht hast? Oder genau, den ich halt gezahlt. Zum Beispiel, guck mal hier, der Skin hier. Ich mag halt so Wikinger-Skins. Ich gucke halt Vikings unglaublich gerne. Sie sieht so ein bisschen okay aus. Ja, ich auch. Und sie sieht zum Beispiel wieder richtig krass aus. Sie ist auch ganz geil, finde ich. Bah, vor der habe ich Angst, mach mal weg. Okay, guck mal, der hat verschiedene Stufen. Ja, denkst du, ich kriege hier gar nichts mit in meinem Leben. Weiß ich ja nicht, also keine Ahnung. Das ist doch der neueste, Schrei. Ja, genau. Das ist doch der neueste Schrei, oder? Boah, es gibt ihn noch in schwarz, den habe ich ja noch gar nicht. Ich dachte, ich wäre mit weiß schon durch. Erstmal wieder 4000 Euro investieren hier. Nee, kann man gar nicht. Das war doch tatsächlich, als dieses neue Fortnite rauskam mit den Haustieren, da kam der doch mit auch raus. Ja, oder? genau. Zeig mal deine Pickaxen. Aber wir sind doch gar nicht fertig. Guck mal, findest du zum Beispiel den hier? Den finde ich übertrieben.
übertrieben krass. Ja, der ist, war ein bisschen zu lang im Solar. Nee, das ist eine Maske, ne? Kann er sich keinen Gürtel leisten, Alter? Nee, der hat nur... Aber ich meine, die ganze Rüstung ist halt mit Gold beschlagen. Das sind wie die ganzen Leute, die Off-White tragen und dann aber halt keine Hose anhaben, weil sie kein Geld mehr haben für eine Hose. Stimmt. Soll ich den möchtest du den hässlichsten Skin der Welt kaufen, den keiner gekauft hat, nur ich? Ja, zeig mal. Digga, du bist echt am Arsch. Findest du den nicht geil? Guck mal, der guckt richtig böse, Alter. Ja, klar. Der ist auch böse. Geil, Alter. Guck mal, der kann gar kein Headset tragen. Der Skin hier, das war auch abgefuckt. Da haben alle für richtig... Cool. Ja, den kann man auch hier abändern. Alter, geil. Das ist wie dieser eine DJ. Deft-Maus. Steve Aoki. Deft-Maus 3. Sie ist auch badass, oder? Den Skin, den gibt's richtig häufig, oder? Den sehe ich richtig oft. Aber halt immer in der Ausführung. So. Nee. So. Ja. Aber ich find's schon geil. Ich mag den Skin so. Nee. Warte, geh doch mal an deine Skins. Zeig mir jetzt nochmal bitte ganz unten eben. Ja? Der? Links? Ja. Oh! Der... Der sieht aus wie Harry Potter. Guck mal, der erinnert mich irgendwie immer an Sturmwaffel. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Stimmt. Warte, der erinnert mich an Sturmwaffel aus dieser einen Dingens hatte. Das sieht genauso aus wie Sturmwaffel hier, finde ich. Ja. Mal eingeblendet gerade. Ich weiß halt nicht, was du da zeigst, aber ich glaube, ich zeig's mal. Die Kamera, aber wie, muss okay, schon sagen, ganz ehrlich, wie findest du den? Guck mal hier, der ist schon Killer, oder? Nee. Das passt halt überhaupt nicht. Okay. Zeig mal deine Spitzhacken jetzt. Warte, willst du nicht wissen, welcher mein absoluter Lieblingsskin ist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich sag's dir trotzdem, ich finde den ja übertrieben geil. Ich finde stark, dass er genauso aussieht wie in der kleinen Ansicht da. Weil, guck mal, der kann nämlich auch, der kann nämlich auch so werden. Aber erst wenn ich halt Schaden verursache, dann wird der halt so, weißt du? Also, Revi, es freut mich echt mega, dass du so viel Spaß dran hast. Ich finde es voll geil, das ist wie Karten sammeln. Und hier oben sind meine Favoriten. Die habe ich auch immer gern gespielt, weiß ich nicht wieso. Den hier finde ich auch ganz geil eigentlich. Nee, der ist fett. Aber mein absoluter Lieblingsskin, muss ich ganz ehrlich sagen, ist immer noch der Raven. Das Ding ist, du denkst halt wirklich, es interessiert mich dann, ne? Findest du den nicht geil? Sei doch mal nach unten. Die mag ich auch ganz gern. Ja, komm, der hier. Nee, ja, den. Okay, warte. Guck mal, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was ich noch hier so an Rückenaccessoires habe. Rückenaccessoires, du bist. Guck mal hier. Guck mal, wie viele ich habe. Ist auch schön, oder? So ein Schwert zum Beispiel. Ist das ein Ei? Ja, ein Osterei, weil ich den an Ostern gekauft habe. Und hier, der hat so eine Fahne im Rücken für EM. Oh, hallo? EM. Ja, oder hier, Drachenflügel. Oder Engelsflügel. Oder ein Koffer, wenn er zur Arbeit geht. Oder hier, Campingausrüstung. Oder so ein Baseballbett, wenn er sauer ist. Bist du noch da? Luca? Na gut, machen wir mal weiter. Den finde ich natürlich auch ganz geil, den Backbling. Guck mal, der hier, Luca, das ist Kevin. Was? Guck mal, die Augen wackeln, wenn man an dem wackelt. Siehst du? Luca. Was ist das denn hier? Den habe ich auch mal geholt. Ja, es gibt schon schöne Backlinks. Den finde ich auch ganz geil hier. Das hat eben so ein Portal, wie man sehen kann. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Zeig mir mal deine Spitzhacken. Ich musste gerade mal kurz in eine frische Luft. Okay, also Spitzhacken habe ich auch eine Menge. Das geil. Hier ist so ein Bolzen. Hier sind so Raketen. Was? Das ist eigentlich die geilste, weil die verfärbt sich halt. Der ist geil. Den sehe ich aber auch häufig. Den haben viele Leute, oder? Der verfärbt sich halt auch immer, wenn man jemanden umbringt. Genau. Weißt du was? Ich würde dir einfach sagen, ich zeige dir mal meine Skins. Ja, aber du kannst vorne noch nicht öffnen, ne? Ja. Wie findest du hier das hier? Nee, den fand ich nie geil. Das ist immer so blendermäßig. Wie findest du den hier? Geil, der ist heftig. Der ist wirklich heftig. Was sagst du zu dem? Nö. Ah, guck mal, da kommt ein Laser raus. Ja, aber das ist ein Hai. Der kann nicht fliegen. Der ist geil. Aha. Also du bist so der Autofan, ne? Ja, das ist heftig geil. Ich finde den aber auch den hier geil. Das ist so ein Gemälde. Nee, das finde ich richtig beschissen. Okay, und wie findest du den hier, den Waggon? Übelst beschissen. Okay, was sagst du hierzu? Das ist geil. Wie findest du die hier? Nö. Oh, doch, ja, doch. Space Shuttle ist auch geil, ne? Der ist auch ganz geil. Das ist ein Basketball-Kopf. Das ist cool. Ja, ne? Ich meine immer, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, mache ich das auch eigentlich immer so. Was ist das? Eine Tröte? Ach, nee, das ist ein Satellit, also. Nah dran. Guck mal, ich habe auch hier beide gekauft, weil braucht man ja, ne? Einmal in weiß und einmal halt noch in schwarz, sagen, ne? Das ist ja schon. Man schneller nach unten, wenn man eine Rakete hat oder absolut so? Absolut nicht, ne? Den weiß ich gar nicht, wo ich den her habe. Ein Kuchen, oder? Ja. Stark, jetzt habe ich Hunger. Zeig mir doch jetzt mal nochmal deine Spitzhacken. Ja. Schön, danke. Jetzt kannst du wieder weggehen. Okay, komm mal hier. Warte, ich zeig dir noch ganz kurz meinen Lieblingstanz, okay? Yo, Tänze, das ist cool, ja. Okay, das ist überhaupt nicht cool. Findest du nicht geil, oder? Auch legendär, ne? Schön. Guck sein Gesicht. Schau sein Gesicht an. Junge, Gilderoy, Alter. Oder Gilderoy hat richtig Bock. Der ist auch wichtig. Die kann man werfen auf Leute. Ach ja, da hatte ich auch mal, als ich mit dir gespielt habe, habe ich auch Automaten. Guck mal hier, Bootshaus, jedes Wochenende, man kennt ihn. Du kennst einige. Ja. Also ich finde, warte mal. Das passt aber zu dem. Ja, findest du? Wie findest du den? Ja. Nee, passt nicht zu dir, weil der kann das. Wie findest du den? Das wäre so eine Bibi. Ja, oder? Und wie ist der? Das ist der Julian Bam. Hättest du mach da mal Angst? So einen Luca, mach mal so einen Luca-Ding. So Luca ist der hier, im Club halt immer. Das ja, ist immer. Total jedes du, mal. Also ganz ehrlich. Entweder das, guck mal hier, Philip Dorset gibt's auch. Aber der hat dann die Schulter gebrochen, ne? Man kennt ihn. Kennst du den? Okay, sag mir jetzt, wo dieser Tanz herkommt, den kennst du. Doch, kennst du, Digga. Das ist der Techno-Viking, kennst du nicht?
Nee. Okay, ja, das war mein Spind, Luca. Also, was soll ich sagen? Zu Beginn war ich echt motiviert, mir das anzuschauen, aber mittlerweile denke ich mir halt einfach echt. Yeah. Und Salto, und ich muss pinkeln. Du bist echt irgendwie ein bisschen. Also, Luca, wie gefällt dir mein Spind? Ich habe auch noch ganz viele hier von denen hier, aber da brauchen wir sich alle durchgehen. Ne? Das ist, wie findest du mein Spind? Also, du tust mir ein bisschen leid. Würdest du sagen, das war es Geld wert oder nicht? Ah. Super, also, Leute, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da, schaut gerne mal bei Luca vorbei, das war's von diesem tollen Video. Danke für deine subjektive Meinung hier, es hat mir echt Freude gemacht. Ja. Und dann können wir auch bei dir mal versuchen zu installieren und spielen dann demnächst nochmal, Leute. Lasst das nach oben, macht's gut, tschüss!